Hallo, ihr Lieben vom Yoga-Zentrum Natural High. Die heutige Yogastunde steht unter dem Thema Achtsamkeit und Absicht stärken. Im Alltag sind wir immer total gefordert mit, schon in der Früh, wenn wir aufstehen, mit entscheiden, wahrnehmen, spüren, beobachten, fühlen. Und das überfordert manchmal unseren Denker. Das heißt, diese vielen Gedanken sind oft störend, zermürbend, bereiten vielleicht Sorgen. Und deswegen ist es umso wichtiger, sich immer wieder Ruheoasen zu schaffen, nämlich in voller Achtsamkeit. Und da gibt es ja gute Achtsamkeitsübungen, die wir heute trainieren. Und eine Geschichte, die ich mit euch teilen möchte. Und zwar ist es eine Geschichte von einem Yogameister, der von seinen Schülern gefragt wird: Meister, warum bist du auch in herausfordernden Situationen so glücklich und ruhig? Und er schaut die Schüler an und sagt: Wenn ich liege, dann liege ich. Wenn ich sitze, dann sitze ich. Wenn ich stehe, dann stehe ich. Und wenn ich gehe, dann gehe ich. Und die Schüler schauen ihn so an und sagen: Ja, das machen wir doch auch so. Sagt er drauf wieder: Wenn ich liege, dann liege ich. Wenn ich sitze, dann sitze ich. Wenn ich stehe, dann stehe ich. Und wenn ich gehe, dann gehe ich. Und die Schüler schauen wieder und sagen: Ja, aber Meister, das machen wir doch auch so. Sagt er: Ich habe euch beobachtet. Wenn ihr liegt, dann sitzt ihr schon. Und wenn ihr sitzt, dann steht ihr schon. Und wenn ihr steht, dann geht ihr schon oder seid schon am Ziel. Aber nicht im jetzigen Moment. Und was uns diese Geschichte jetzt so vermitteln möchte, und das kann jeder für sich, auch ich für mich, mich beobachten, wie es denn in meinem Alltag so ausschaut. Mit dem vielleicht bin ich auf Multitasking unterwegs und mache 2, 3 Dinge zugleich. Und das passiert vielleicht immer wieder mal, wenn man sich beobachtet und beim Mittagessen sitzt und daneben vielleicht der Radio läuft oder der Fernseher läuft oder man mit den Arbeitskollegen diskutiert und sich verstrickt in irgendwelche ärgerlichen Themen. Genau da könnten wir uns ein bisschen an der Nase nehmen und beobachten und vielleicht mit den Arbeitskollegen von vornherein ausmachen: So, jetzt schaffen wir uns diese Oase der Ruhe, zumindest beim Essen, und machen daraus aus dem Mittagessen eine Achtsamkeitsübung, die 10, 15 Minuten. Und genau in dieser Zeit schaffst du es nämlich, ruhiger zu werden und stärkst die Absicht der Ruhe. Weil unbewusst sind wir so verstrickt und sind oft in irgendwelchen Sorgen und Ängsten unterwegs und haben das eben weniger unter Kontrolle. Was mir jetzt noch so dazu einfällt für den Alltag, das ist als kleinen Tipp, vielleicht dazwischen, wenn du im Büro sitzt oder jetzt auch Homeoffice daheim sitzt, 6, 8 Stunden vor dem Computer, ist auch anstrengend für den Nacken, kann man dazwischen so 5 Minuten mal Atemübung machen oder Nackenentspannungsübungen machen. Und die wirken genauso gut, um zur Ruhe zu kommen und die Absicht zu stärken, die wir eben in unser Leben ziehen möchten. Eine sehr feine Atemübung, die du auch zwischendurch mal machen kannst, immer wieder machen kannst, um vom Denken nämlich mehr so in dein Herz zu kommen, deine Herzensweisheit zu kommen, indem du mit der Einatmung die Handfläche aufmachst und
eine Faust bildest und dir vorstellst, wie Energie entlang des Arms über die Schulter in dein Herz fließt und mit der Ausatmung dann über die rechte Schulter, über den rechten Arm zu den rechten Fingerspitzen fließen lassen. Mit der Einatmung nimm Ruhe oder Kraft über die rechte Hand auf und mach wieder eine Faust. Sende die Kraft, die Ruhe in dein Herz und mit der Ausatmung öffne die linke Hand und lass die Energie, die Ruhe wieder in den linken Arm, in die Hand fließen. Mit der Einatmung linke Hand, lass die Energie, die Ruhe hochfließen, mach wieder eine Faust in deinen Herzbereich, Brustbereich und ausatmend öffne die rechte Hand, lass Energie oder Ruhe in die rechten Fingerspitzen fließen. Mit der Einatmung nimm wieder Kraft, Ruhe auf, mach wieder rechts eine Faust, zieh die Ruhe in dein Herz, in den Brustbereich hoch. Und mit der Ausatmung lass Energie, Ruhe über die linke Hand nach unten strömen zu den Fingerspitzen. Mit der Einatmung saug wieder Ruhe über die linke Hand auf, mach eine Faust, zieh das hoch in den Herzbereich, stell dir das vor, wie gut das tut. Und ausatmend öffne die rechte Hand und lass Ruhe über den rechten Arm bis zu den Fingerspitzen fließen. Energie einatmend über die rechte Hand. Hochziehen, wieder eine Faust machen in den Herzbereich und ausatmen vom Herzen über den linken Arm zu den Fingerspitzen fließen lassen. Einatmen, nochmal Energie oder Ruhe aufnehmen, eine Faust machen, hochziehen in den Herzbereich. Ruhe verinnerlichen, ausatmend über den rechten Arm die Fingerspitzen. Ruhe ausstrahlen lassen zu den Fingerspitzen. Einatmen, Ruhe über die rechte Hand aufnehmen, eine Faust machen und hochziehen in den Herzbereich. Und vom Herzen aus über die linke Schulter den linken Arm zu den Fingerspitzen fließen lassen. Dann bring die Handflächen wieder nach unten zu den Oberschenkeln. Bring Daumen und Zeigefingerspitzen zusammen und atme durch die Nase ganz langsam ein und langsam nochmal aus. Mit jeder Einatmung stell dir vor, wie du Ruhe aufnimmst über die Nase. Und ausatmen, diese Ruhe jetzt in deinem Herzbereich spürst, wie sich das Gefühl der Ruhe dort ausbreitet, weiter die Schultern weicher werden. Bleib noch 2, 3 Atemzüge in dieser Position und in diesem Gefühl, um es weiter zu verinnerlichen. Üb dich drin in Achtsamkeit, im gegenwärtigen Moment. Du schaffst somit Absichten, die dir gut tun, gute Gefühle. Gut. Dann öffne die Augen und bring das Sitzkissen, falls du wo drauf sitzt, weg und komm in einen Vierfüßlerstand. Schau, dass die Handgelenke unter den Schultern, die Knie unter den Hüften stehen und streck mal das rechte Bein zurück in Hüfthöhe, schau nach unten, der Nacken ist gerade, die Handflächen fest in die Matte gedrückt, atme ein, zieh dich auseinander und ausatmen, zieh das Knie zum Bauch, zum Brustkorb, einatmen, mach dich lang, Handflächen fest in die Matte drücken und ausatmen, kraftvoll den Bauch nach innen ziehen, ganz rund werden,
Einatmen, zieh dich in die Länge. Und ausatmen. Nach innen ziehen, die Kraft. Noch zweimal einatmen, dich lang ziehen, kraftvolle Arme ganz durchgestreckt halten, ausatmen. Nach innen ziehen, den Bauchnabel. Einatmen, letztes Mal strecken. Ausatmen, das Knie jetzt beim Bauch lassen. Dort bleiben und dann versuch, den rechten Fuß auf die Außenseite links abzulegen und den linken Fuß auch nach außen zu bringen und nimm dir jetzt entweder auch ein Sitzkissen, setz dich drauf oder mach's ohne und schau, dass beide Gesäßbacken auf der Matte liegen, am Boden liegen. Versuch den Atem langsam und ruhig fließen zu lassen. Bring den linken Arm gebeugt nach vor. Mit dem rechten Arm fädel von unten ein. Bring den Daumen auf dein drittes Auge. Mach noch eine Achtsamkeitsübung, wo du einatmend das Mulabandha, den Beckenboden, zusammenziehst. Die Konzentration dort bündelst. Löst das Mulabandha und ausatmen, spür, wie jetzt Energie hoch bis zum dritten Auge fließt zwischen den Augenbrauen. Mit der Einatmung zieh das Mulabandha, Beckenbodenmuskel zusammen, halt die Energie, die Kraft. Löst das Mulabandha und stell dir vor, wie Energie entlang der Wirbelsäule hochfließt zwischen den Augenbrauen. Nochmal einatmen, zieh das Mulabandha, den Beckenboden zusammen. Atme dabei ein, halt den Atem. Mit der Ausatmung löst das Bandha und stell dir vor, wie Energie hochfließt in den Kopf. Löst dann die Arme, die Hände voneinander und komm nochmal nach vor. Löst das rechte Bein und schiebt das rechte Bein wieder in die Ausgangsposition zurück. Gestreckt beugt dann das hintere Bein und versucht die rechte Hand zu lösen, mit der rechten Hand den rechten Fuß zu greifen. Auch wenn es ein bisschen wackelig ist, schenkt dir trotzdem ein Lächeln. Denk dran, es muss nicht perfekt sein. Lass den Atem dabei ruhig fließen, durch die Nase ein und aus. Du spannst den Bogen, der Arm ist ganz gestreckt. Und lass dann langsam den Fuß wieder nach unten gleiten. Die Knie wieder schauen, dass sie in Hüfthöhe stehen, die Handgelenke unter den Schultern. Jetzt machen wir die andere Seite, das linke Bein gestreckt anheben, Hüfthöhe, Blick nach unten, einatmen, mit der Ausatmung zieh dich nach innen, mach dich klein, einatmend öffne dich, Arme ganz durchgestreckt und kraftvoll ausatmen, zieh nach innen, halt die muskuläre Kraft im Bauch dabei, einatmen, auseinanderziehen und ausatmen, nach innen ziehen, muskuläre Kraft halten, noch zweimal einatmen, längen und strecken und ausatmen, nach innen ziehen, ein letztes Mal auseinanderziehen und das Bein dann nach vorne bringen und noch halten. Bauchmuskelkräftigung spüren. Das linke Bein jetzt außen neben das rechte legen und wieder dieses V machen mit den Unterschenkeln. Die Füße öffnen, entweder ein Kissen nehmen, draufsetzen oder ohne Kissen, wenn es geht, von den Hüften, von den Knien. Wenn nicht, dann einfach im Schneidersitz sitzen. Jetzt
hebe den rechten Arm und fädel mit dem linken Arm von unten ein, wie ein Kuhmaulsitz. Bring den Daumen zum dritten Auge, leg ihn dort ab. Wir machen wieder eine Energielenkung, die Achtsamkeit zu fördern. Indem wir einatmen, durch die Nase das Mula Bandha, den Beckenbodenmuskel zusammenziehen, die Energie dort halten, fokussieren, Mula Bandha lösen und ausatmen, lass jetzt Energie oder Ruhe aufsteigen in den Kopf. Mit der Einatmung zieh wieder Mula Bandha zusammen, halt, bündel die Energie, löst das Bandha, ausatmen, stell dir vor, wie Energie oder Ruhe hochsteigt in den Kopf zum dritten Auge. Ein letztes Mal einatmen, zieh das Mula Bandha, Beckenboden wieder zusammen, löst das Mula Bandha und ausatmen, schick Energie hoch, zwischen Augenbrauen hoch zum dritten Auge. Sitz der Intuition, löst die Finger, die Hände, die Arme und komm wieder in den Vierfüßlerstand zurück und bring das linke Bein gestreckt zurück. Jetzt machen wir das gleiche wie auf der anderen Seite, das linke Bein jetzt beugen und versuch mit der Hand den Fuß zu schnappen in den Bogen, Bogen spannen. Wie gesagt, auch wenn es wackelig ist, dir ein Lächeln schenken, Atem fließen lassen. Kraft im Bauch, zentriert halten und vielleicht noch ein bisschen weiter aufspannen und dann schon langsam die Hand lösen. Das Knie absetzen, die Knie nochmal unter den Hüften ablegen, in den nach unten schauenden Hund kommen, die Hüfte in die Höhe drücken, Finger gespreizt, Schultern nochmal hochziehen bewusst und wieder loslassen. Und dann Step by Step am Stand marschieren. Die rechte, die linke Ferse Richtung Matte drücken. Dann wandern nach vor und kommen in eine breite Hocke, in die indische Hocke Malasana. Bring die Oberarme nach innen, sodass die Oberarme mit voller Kraft jetzt die Oberschenkel und die Knie nach außen hin öffnen, bring die Handflächen zum Herzen und können auch da wieder eine Achtsamkeitsübung machen mit dem Mula Bandha, um den Beckenbodenmuskel zu kräftigen. Und zwar mit der Einatmung. Zieh das Mula Bandha zusammen und halte bei den Atmen. Mula Bandha lösen und ausatmen. Schick die Energie in den Herzbereich. Einatmen. Mula Bandha, Beckenboden zusammenziehen. Mula Bandha lösen und ausatmen. Schick die Energie weiter zwischen die Augenbrauen. Und einmal noch einatmen. Mula Bandha, zieh zusammen, halt die Konzentration im Beckenboden. Mula Bandha lösen und ausatmen, lass die Energie jetzt ganz hoch steigen, bis in den Kopf zum Schädeldach. Wenn du möchtest, kannst du jetzt die Hände vorne ablegen, so die Finger ganz leicht nach innen gerichtet. Und entweder Step 1, sind wir die Möglichkeit, wieder die Hüften zu öffnen, indem wir einfach die Hüften öffnen, die Knie nach außen drücken und den Kopf hängen lassen. Oder wir kommen in Karkasana, in die Krähe, indem wir die Hüfte heben und die Unterschenkel auf unsere Oberarme drauflegen und in der Position ein paar Atemzüge bleiben. Aber ein, aber ausatmen. In deiner Variante.
deiner Möglichkeit. Und wenn das nicht funktioniert oder noch nicht funktioniert, dann, wie gesagt, einfach in der Position bleiben. Gut, die Finger abstützen und nach vor kommen, nach oben kommen. Die Beine beugen, mit der Einatmung nach vor schauen. Und mit der Ausatmung die Beine strecken. Mit der Einatmung Beine gebeugt, halbe Vorwärtsbeuge. Und ausatmen, ganze Vorwärtsbeuge. Greif jetzt mit den Händen deine Ellbogen und wenn es dir am Rücken gut geht, dann bleib so. Ansonsten halt die Beine leicht gebeugt, bitte, um den unteren Rücken zu unterstützen, zu entlasten. Das Gewicht mehr nach vor verlagern, Vor- und Mittelfuß. Und wipp so in die Position hinein, um dein Fasziengewebe weicher zu machen. Deiner Körperrückseite. Schaffen somit Raum und Platz für gute Gefühle. Alle Spannungen deiner Körperrückseite atmest du jetzt ab. Lass los. Leg die Hände am Boden, schau nach vor, atme ein und komm dann langsam mit der nächsten Einatmung hoch. Streck dich und lass die Arme sinken. Gut. Komm ans vordere Ende der Matte. Wir machen weiter mit ein paar Sonnengrüßen. Die Füße hüftbreit auseinanderstellen. Ein- und ausatmend, Handflächen zum Herzen führen. Einatmen, streck dich lang. Ausatmen, die Vorwärtsbeuge kommen. Rück die Beine beugen ein, rechts zurück, Blick nach vor. Links dazu den Atem halten. Mit der Ausatmung Knie, Brust und Kinn absetzen. Einatmen, streck dich in die Kobra hoch. Aus mit Kraft im Bauch, schieb die Hüfte in die Höhe, Fersen Richtung Boden. Einatmen, rechts nach vor steigen. Ausatmen, links dazu steigen. Mit der Einatmung roll dich hoch, aus, entspann. Ein und aus, Namaste. Einatmen, streck dich lang, aus, komm die Vorwärtsbeuge. Ein links zurücksteigen, rechts dazu, den Atem halten, aus Knie, Brust und Kinn absetzen. Ein, kleine Kobra, aus mit Kraft im Bauch, schieb die Hüfte wieder hoch. Einatmen, steig links nach vor, aus, rechts dazu. Mit gebeugten Beinen öffne dich wieder, streck dich aus, entspann. Ein und aus zur Brust, lass den Atem dabei fließen, mit der Einatmung öffne dich höherem Wissen, ausatmen. Komm nach vor, verneig dich ein, schau voller Zuversicht nach vor. Schiefe Ebene, spür die Stärke in dir aus. Mit der Einatmung öffne dein Herz. Mit der Ausatmung schieb die Hüfte in die Höhe, vertrau dir selbst. Ein, schau wieder voller Zuversicht nach vor. Aus, verneig dich ein. Freu dich einfach und aus, spür dich im Gleichgewicht. Ein und aus zur Brust, ein, Länge schaffen, aus, vorbeugen, ein, steig links zurück, rechts dazu, spür wieder die Stärke, ausatmen, Knie, Brust, Kinn, ein, öffne dein Herz, aus, vertrau dir selbst, ein, steig links nach vor, aus, verneig dich vor dir selbst, ein, freu dich nochmal und aus, entspann dich. Gut.
Wir machen eine Variante mit, also eine Runde mit ein paar Variationen. Ein- und ausatmen, Handflächen zur Brust führen. Einatmen, die Strecken längen. Aus, nochmal in die Vorwärtsbeuge kommen und dort bleiben und wieder bewusst spüren und wahrnehmen, wie dein Atem ruhiger fließt. Du dich erdest, zentrierst, indem du einatmend Kraft über die Füße aufnimmst, in den Beckenraum fließen lässt und ausatmend alle Spannungen des Alltags jetzt abgibst über den Schultergürtel, die Fingerspitzen, dich dem, was jetzt ist, der Vorwärtsbeuge hingibst, auch im Schultergürtel, im Kopf, im Nacken weicher wirst. Genieß die Qualitäten der Vorwärtsbeuge. Mit der Einatmung schau nach vor und ausatmen, steig rechts zurück. In der Position beobachte ich auch wieder die Hüftbeugerdehnung wahrnehmen, spüren. Das rechte Knie anheben und bring jetzt die Arme einatmen nach vor und ausatmen zurück. Einatmen nach vorschieben und ausatmen wieder zurückführen. Einatmen jetzt vollkommen hochkommen und schau, dass in der Position jetzt dein Atem fließt. Du das Gleichgewicht versuchst zu halten. Und dreh jetzt zu deiner linken Seite auf, die Arme parallel, die Füße ziehen zueinander, die Arme ziehen auseinander. Hörbar ein, hörbar aus. Leg die linke Hand hinten am rechten Oberschenkel ab und zieh einatmen den rechten Arm über das rechte Ohr. Hörbar ein, hörbar aus und komm dann mit den Armen wieder parallel zurück. Mit der Ausatmung bring die Hände zu deinem linken Fuß nach vor, ein Stückchen weiter nach vor und heb jetzt das rechte Bein gestreckt in den stehenden Spagat. Ein mit der Ausatmung ganz langsam nach unten kommen, einatmen, wieder anheben, strecken, ausatmen, nach unten kommen, einatmend hochziehen und ausatmen, das rechte Knie auf die Außenseite vom linken Fuß ablegen. Wander mit dem linken Fuß ein bisschen weiter nach rechts und versuch so eine stehende Gleichgewichtsstellung zu finden. Ja, wenn es zu wackelig ist, ja, wenn ich so stehe, ist es vielleicht wackelig, dann wander mit dem linken Fuß etwas nach rechts. Gut, dann bring den linken Arm nach oben. Fädel mit dem rechten Arm von unten ein, verlager das Gewicht nach vor zu dem linken Knie und heb dann schon langsam das rechte Bein hinten an und heb dann das rechte Bein parallel zum Boden hin an. Versuch die Gleichgewichtsstellung zu halten. Hörbar ein. Hörbar aus, die Zehen zum Körper. Und dann langsam komm mit dem rechten Knie nach unten. Bring die Handflächen zusammen und leg den rechten Ellbogen auf die Außenseite vom linken Oberschenkel ab. So eine Drehbewegung. Drehbewegungen sind immer gut. Einerseits für die Wirbelsäule, andererseits für die Nieren. Lass den Atem wieder hörbar fließen in der Position.
und die Handflächen immer weiter Richtung Brustbein ziehen. Ellbogen drückt gegen den Oberschenkel. Verlagere das Gewicht nochmal auf den vorderen Fuß und heb das rechte Bein hinten langsam an, auch wenn es wackelig ist, wieder beobachten und den rechten Fuß dann vorholen. Mit der Einatmung komm jetzt nach oben. Mit der Ausatmung lass die Arme wieder entspannt sinken. Gut. Und die andere Seite. Ein- und ausatmen, Handflächen zur Brust führen. Einatmen, streck dich. Ausatmend wieder in die Vorwärtsbeuge kommen. Und in der Vorwärtsbeuge wieder dir vorstellen, wie du dich einerseits zentrierst, erdest und Kraft über die Fußsohlen hochziehst, von der Erde in die Hüfte. Und ausatmend alle Spannungen vom Rücken, vom Schultergürtel über die Arme, die Fingerspitzen der Erde wieder abgibst. Und mit der Einatmung wieder Kraft aufnimmst. Und bewusst jetzt dir Zeit gönnst, um Spannungen loszuwerden, um Absichten zu stärken, die dir gut tun, um Platz zu schaffen für Ruhe. Gute Gefühle. Beug die Beine ruhig ein bisschen. Greif wieder mit den Händen die Ellbogen. Und wenn es im Rücken ganz gut sich anfühlt, kann man die Beine auch zunehmend wieder strecken. Ansonsten lass sie gebeugt. Und feder so in die Position hinein. Nach links federn, zur Mitte kommen und nach rechts federn und wieder in die Mitte kommen. Die Hände absetzen, die Beine beugen, ein Blick nach vor und aus, steig jetzt links zurück in den Sprinter. In der Position bleiben, aber ein. Und wieder dort hinatmen, in die Hüftöffnung, da in dem Bereich, wo wir oft so steif sind vom Sitzen. Lass die Konzentration, die Achtsamkeit genau dorthin strömen, wo es sich sperrig anfühlt, verspannt anfühlt, vielleicht schmerzhaft anfühlt. Heb dann das hintere Knie an, stabilisiere, löse die Fingerspitzen mit der Einatmung, bring die Arme gestreckt nach vor. Mit der Ausatmung die Arme wieder zurück. Mit der Einatmung nach vorziehen. Mit der Ausatmung wieder zurückführen. Und einatmen jetzt mit voller Kraft im Bauch, in deinem Zentrum hochkommen, den Krieger 1. Hörbar ein, hörbar aus. Schau, dass das Knie in Knöchelhöhe vorne ist. Und dreh dich jetzt zu deiner rechten Seite, so dass die Arme in Schulterhöhe stehen und die Arme die Fingerspitzen auseinanderziehen, dafür die Füße zusammenziehen Richtung Schambein. Ganz viel muskuläre Kraft ist da spürbar. Atem fließt ruhig, die rechte hintere Hand am linken Oberschenkel ablegen und für Einatmen den linken Arm gestreckt hinter dein linkes Ohr. Das vordere Bein bleibt gebeugt. Und mit der Einatmung komm wieder in die Ausgangsposition zurück und ausatmen, komm noch vor. Bring die Hände ein Stückchen weiter nach vor. Heb das hintere Knie an. Einen stehenden Spagat. Ausatmen. Langsam, langsam. Shanti, Shanti. Absetzen.
auf deiner Matte einatmen, zieh dich gestreckt wieder auseinander. Sehr kraftvolle Übung, ausatmen, langsam wieder absetzen. Fuß einatmen, wieder auseinanderziehen. Nochmal aus, absetzen. Und ein letztes Mal ein, zieh dich auseinander. Und mit der Ausatmung setz dann das linke Knie auf die Außenseite von dem rechten Fuß ab. So, jetzt ist wichtig, dass wir wieder zentriert sind, im Hochkommen und den linken, den rechten Fuß ein bisschen nach vor wandern lassen, so dass wir nicht so wackelig dastehen. Und bring jetzt den rechten Arm nach vor. Wenn das gar nicht geht, kann man natürlich die Hände auch am rechten Knie ablegen und versuchen, so vor und hoch zu kommen. Ansonsten mach's wie auf der anderen Seite. Fädel wieder in die Kumal-Stellung ein. Geh mit dem Oberkörper, mit den Ellbogen zum rechten Knie nach vor. Heb das hintere Knie und streck dich zunehmend auseinander in den Krieger 3. Lass den Atem dort fließen. Kraftvolles rechtes Bein. Und dann langsam beug das rechte Bein, setz das Knie ab. Jetzt auf der Innenseite vom rechten Fuß, löse jetzt die Arme. Und dann kommen wir noch in eine Drehung, die Handflächen zusammen in Gebetsstellung und drehen uns nach rechts. Ellbogen, Oberarm sind außen neben dem Oberschenkel, die Handflächen so nah als möglich bei deinem Brustbein. Drehst wieder. Aktivierst, unterstützt die Nieren und in der Position verlagere das Gewicht auf den rechten Fuß nach vor, lass das rechte Bein gebeugt und hebe jetzt das linke Bein, bist noch immer in einer leichten Drehung und dann setz den linken Fuß zum rechten Fuß ab. Mit der nächsten Einatmung komm hoch, zieh die Zehen hoch, mit der Ausatmung lass die Arme sinken. Gut, die Handflächen nochmal zum Herzen führen und jetzt in eine Hockstellung nach unten kommen. Step 1, entweder du bleibst in der Position, um deine Gelenke zu kräftigen, einfach Step 1, oder du löst das linke Bein und bringst das linke Bein gestreckt nach vor. Bleibst für ein paar Atemzüge dort und kommst dann mit dem linken Fuß wieder zurück. Jetzt achtsam das Gewicht auf den linken Fuß verlagern. Das rechte Bein nach vorbringen, dich beobachten, es ist zittrig oder kraftvoll oder wackelig. Du nimmst wahr, bewertest aber nicht und gehst dann wieder zurück und kommst in den Sitz. Gut. Wanderst mit dem Gesäß ein Stückchen weiter zurück und bringst die Hände in deine Kniekehlen und von dort mach dich mal ganz lang, die Arme gestreckt, die Schulterblätter ziehen zusammen, atme dort ein und mit der Ausatmung lass die Arme gestreckt und mach dich ganz rund, so einen Katzenbuckel. Mit der Einatmung Brustkorb nach vor, oben drücken, aus, ganz rund werden. Mit der Einatmung nochmal hoch und mit der nächsten Ausatmung
Roll langsam mit Kraft im Bauch nach unten. Lass die Füße so aufgestellt und fest am Boden. Und mit der nächsten Einatmung heb unteren, mittleren, oberen Rücken, bring die Arme gestreckt hinter den Kopf. Mach dich ganz lang und mit der Ausatmung vom oberen über den mittleren Rücken abrollen. Mit der Einatmung komm nochmal hoch im Fluss. Das Atmen geführt, ausatmend, oberen, mittleren, unteren Rücken langsam wieder absinken lassen. Und streck dich noch einmal lang. Arme über den Kopf, Hüfte ist in der Höhe. Und mit der nächsten Ausatmung roll schön langsam ab. Drück die Knie jetzt zum Bauch und gib dem unteren Rücken eine gute Massage. Wir kommen jetzt weiter in den Schulterstand. Wenn du jedoch Probleme im Nacken hast, akute, dann solltest du den Schulterstand jetzt nicht machen, sondern vielleicht nur die Beine in die Höhe bringen mit einem Handtuch oder einem Gurt. Oder nur in den halben Schulterstand kommen, kann auch nichts passieren. Ansonsten versuch, die Hüfte jetzt hochzubringen, dich mal einzurichten. Das wäre der halbe Schulterstand, da passiert im Nacken noch nichts an Dehnung. Die weiterkommen wollen, versuchen die Schulterblätter, die Ellbogen noch weiter zusammenzubringen. Und schön langsam dich aufzurichten. Du kannst dann auch die Finger ineinander verschränken. Hochkommen. In deinem Schulterstand versuchen zu verweilen. Den Atem langsam und ruhig fließen zu lassen. Du kannst dann auch die Beine öffnen, in eine Grätsche die Zehen zum Körper ziehen lassen und schon langsam versuchen, die Zehen am Boden abzulegen und die Hände hinter dem Kopf in die Gebetsstellung zusammenzubringen. Dehnst dadurch wieder deine Körperrückseite. Löst die Hände, leg die Hände wieder auf den Rücken und komm nochmal in den Schulterstand hoch. Jetzt bring die Beine so 45 Grad zum Kopf zurück. Leg die Hände am Boden ab und roll langsam Wirbel für Wirbelkörper nach unten. Wenn du dann unten bist, drück die Füße fest in den Boden, heb die Hüfte in die Höhe, verschränk die Finger unter dem Rücken und komm in deine Schulterbrücke, um das Ganze auszugleichen. Bleib ein paar Atemzüge in der Position. Atme langsam und ruhig. Löst dann langsam die Arme, roll über den oberen, mittleren, unteren Rücken nach unten und beug die Beine nochmal. Und jetzt noch in eine Drehung, wo wir mit der Ausatmung die Beine jetzt nach links loslassen, rechten Arm
zur rechten Seite legen, mit der linken Hand den Oberschenkel, das Knie greifen und schauen, dass beide Schulterblätter am Boden liegen. Atme nochmal in dieser Position, in dem Asana, Krokodilsdrehung, in die Wirbelsäule oder dort, wo Spannungen sind, hinein. Lass mit der Ausatmung alle Spannungen weiterziehen. Mit der nächsten Einatmung komm wieder in die Mitte. Drück beide Knie gegen die Bauchdecke. Mit der Ausatmung beide Beine gebeugt nach rechts bringen. Den linken Arm in Schulterhöhe nach links schauen lassen. Mit der rechten Hand das obere Knie nach rechts drücken. Und in der Position wieder verweilen, atmen. Beide Schulterblätter am Boden liegen spüren. Mit der Einatmung in die Mitte zurückkommen, die Knie nochmal heranziehen. Aber ein, aber ausatmen. Die Schultern weich werden lassen. Und hochkommen in den Sitz. Gut, zum Schluss machen wir noch einen Kopfstand, Shirshanasana. Wer mag, wer den Kopfstand nicht machen möchte, kann zur Vorbereitung, um die Arme zu kräftigen, in die Plank Pose kommen oder die ersten zwei, drei Schritte des Kopfstands machen, mit den Händen die Ellbogen greifen, die Finger ineinander verschränken und zurücksteigen. Das wäre die Plank Pose. Zweite Variante, die nächste Variante, die man ausprobieren kann, statt dem Kopfstand, wäre diese Variante, um den Schultergürtel zu kräftigen. Das heißt, wer im Nacken auch nicht so fit ist, noch macht einfach diese Variante. Ansonsten für alle fortgeschrittenen Yogis, Shirshanasana. Wir bauen das so auf, dass wir mit den Händen die Ellbogen greifen, die Finger ineinander verschränken, den Hinterkopf greifen, die Hüfte in die Höhe bringen, zum Körper laufen. Und dann langsam aufbauen, hochkommen und in der Position bleiben. Langsam atmen. Gesäßbacken entspannt, Füße entspannt. Unterarme fest in den Boden drücken. Und dann langsam beug wieder die Beine, bring die Knie zum Bauch und komm langsam aus der Stellung nach unten. Entspann dich in der Kleinkindstellung, die Arme neben dem Körper ablegen, die Handflächen nach oben gerichtet, so dass die Schultern
der Nacken sich nochmal entspannen kann, das Nervensystem sich entspannt und du dir wieder das Gefühl der Ruhe gönnst. Unterstütz dich beim Hochkommen, bring die Hände auf die Knie, drück mit den Händen fest gegen deine Knie und roll langsam Wirbel für Wirbel Körper hoch. Und komm dann zum Schluss in eine Endentspannung. Shavasana, du kannst dir gerne eine Decke nehmen. Ansonsten schau, dass die Zehen hüftbreit auseinanderfallen, die Handflächen leicht nach oben gerichtet stehen, so als Zeichen der Hingabe. Und bevor du in die Entspannung kommst, zieh nochmal isometrisch alles zusammen, indem du die Gesäßbacken fest anspannst, die Zehen zum Körper ziehst, die Spannung haltest und entspannst. Und den unteren Rücken fest in die Matte drückst und die Spannung im Bauch, im unteren Rücken spürst, haltest und komplett loslässt. Mach mit den Händen Fäuste und zieh dabei die Schultern hoch zu den Ohren. Mach mit den Gesichtsmuskeln ein saures Gesicht. Spann auch das wieder komplett an. Spannung halten und alle Spannungen loslassen. Dann den Mund öffnen und ein Gähnen oder ein A. Stehen lassen, lass den Mund jetzt leicht geöffnet, die Augen geschlossen, um den Blick achtsam nach innen zu richten, in den gegenwärtigen Moment zu kommen und den auch genießen, mit voller Absicht die Ruhe zu stärken, die so wichtig ist für deinen Alltag. Beobachte dich, indem du den Atem ruhig fließen lässt, durch die Nase einatmest, der Bauch füllt sich dabei. Und mit der nächsten Ausatmung spür, wie durch die Nase Luft ausströmt, der Bauch wieder zurückzieht. Und bleib dran. Immer ruhiger und entspannter in die Matte hinein zu sinken. Nimmst die Auflageflächen deiner Fersen dabei, deiner Gesäßbacken wahr, deiner Schulterblätter des Hinterkopfs wahr. Und wenn du das so spürst, wiederhol, ja, das stimmt, meine Fersen, meine Gesäßbacken, meine Schulterblätter, der Hinterkopf liegt fest auf der Matte. Spür vielleicht auch deinen ruhigen Atem, das Kommen und das Gehen. Auch das so wahrnimmst, wiederhol, ja, das stimmt. Ich atme langsam ein und langsam aus. Erinnere dich an deine Absicht. Ich bin ganz ruhig. Ich bin entspannt und ich lass komplett los. Wenn das auch deine Absicht ist, du verinnerlichen möchtest, geh in das Gefühl der Ruhe, währenddessen du den Satz wiederholst, ich bin ganz ruhig, ich bin entspannt, in das Gefühl der Entspannung und ich lass komplett los. Thank you.
Spür schön langsam wieder Bewegungen in den Fingern, in den Zehen. Und beug die Beine, bring die Knie nochmal fest zum Bauch, umarm dich. Und roll dann entweder mit Schwung oder über die Seite hoch. Komm nochmal in den Schneidersitz. Zum Abschluss gibt es noch eine Mantra-Meditation. Und zwar die Mantra-Meditation oder mit dem Mantra Vahe Guru bedeutet so viel wie: Du kannst dich darauf verlassen, dass da eine Kraft über uns ist, die uns führt und beschützt. Und das ist gerade in Zeiten, wenn viel Sorge und Ängste da sind, ist das ein sehr schönes Mantra. Dabei am besten mit dem Va die Konzentration in dein linkes Auge richten. Also du hast die Augen geschlossen. He in das rechte Auge und Guru in die Nase lenken. Wiederholen das ein paar Mal. Vahe Guru. Vahe Guru. Vahe Guru. Wiederhol das selbst in deinem Fluss. Va, linkes Auge. He, rechtes Auge. Guru, Nase. Öffne schon langsam wieder deine Augen, bring die Handflächen zusammen zu deinem Herzen und verneig dich vor dir selbst. Ich sage auch Namaste, danke fürs Mitmachen, bis zum nächsten Mal.